Inka Sibi. So, willkommen zurück zu Iron Harvest bei uns auf dem Kanal. Wir waren eigentlich kurz vor dem Sturm hier beim Weg der Hoffnung. Da machen wir jetzt weiter. Eigentlich ist es jetzt nur noch den Typen platt machen. Ja, schauen wir mal, wie das so hinhaut. Harry schon kommentiert hier beim Luke, dass es wahrscheinlich eher verlustreich wird. Es sei denn, man lässt sich halt extrem viel Zeit und dann geht er mehr vor, zurück, weil ja, mit den Veteranen, die sind zwar dann gut und so, aber es ist so ein bisschen doch eher wie Command & Conquer, habe ich das Gefühl, dass die Veteranen dann schon ein bisschen was ausmachen, aber auch dann, ja, Mai auch mal fallen müssen anscheinend. Nicht so wie zum Beispiel bei Warzone 2100. Da war das eigentlich sehr geil mit den Veteranen. Weil die haben auch sehr, sehr lange durchgehalten dann. Also das hat sich richtig gelohnt. Hier ist es nice to have, habe ich aktuell das Gefühl. Aber schauen wir mal. So, wir haben letztens gesagt, hier, okay, pass auf, wir müssen jetzt mal ein bisschen reparieren und, oh boy, dann kann ich eigentlich kann ich gleich alle hier hinballern, damit man die auch gescheit reparieren kann und so. Und mit Einheiten aufstocken kann natürlich auch. So, jetzt können wir mal durchgehen. Bardzo tego potrzebowałem. Dobra, załadowany i zatankowany. Strzelce dostali. Czego potrzeba? Masz dla mnie zadanie? Co mogę zrobić dla Polanii? Działa gotowe. Czekamy na rozkazy. Gotowi do służby. Słuchamy. Co jest? Oddział strzelców uzupełniony. Co nam potrzeba każe? Czegoś? Co to jest mit den Jungs? Wo sind die? Projektant tego fotela powinien w nim zakarzyć. Kann ich den nicht auffüllen? Oder ihn nicht? Sehr sonderbar. Jaki mamy plan? Uzupełniamy szeregi. Rozkazy? Oczy szeroko otwarte! Pomóc w czymś? Zbudujemy rozkazy z piaskiem? Das ist komisch. Zaraz się naprawi. On reparuje. Irgendwie steht da noch rum. Und kommt da nicht weg. Lol. Das ist ja fast witzig. Der ist da eingesperrt. Deswegen kann ich die nicht mehr reparieren, die Jungs. Naja, okay. Oder aufstocken von den Einheiten her. Ausbilden. Okay. Dann kümmern die sich halt um den Bunker. So. Ja, und jetzt hatte ich schon auch mit dem Loop ein bisschen philosophiert. Mir wird das noch taugen, wenn man ja irgendwie so einen Auswahlkreis haben. Wenn man so einen Auswahlkreis haben würde. So. Oh, hier kommen ein paar. Die machen wir platt, kein Problem. Na, komm ran. Ja się nimi zajmę. Idę. Schauen wir mal. Ey, ey, ey. Mamy towarzystwo. Feindliche Einheiten gesichtet. Inaczej się nie da. Będą kłopoty. Wróciliśmy na siebie.
Ja. Feuer frei hier auf Hiroshi. Oh, schau mal, die haben auch ein Ding. Jawohl, welche Baller das Teil? Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Osłona zawsze się przyda. Już idę. Spokojnie! Ostrożnie! Tam jest wróg! Kann ich mal durchgehen? Dann können da einige was an drauf gehen. Drauf da auf den Typen. Uwaga! Tam są wrogowie! Liczy się każdy strzał! Zauważono zgrupowanie wroga! Tak uczył mnie jak! Rozstrzelają! Ja się nimi zajmę! Jednostek osiągnęła status sanitarny! Uha! Straciliśmy oddział! Kurde! Jasne! Tak jest! Strzelcy dostali gotowe! Strażnik Chotów odwrót zrobić na polanie! Nowe rozkazy? Załadowany i zatankowany! Czego potrzeba? Mamy normalne eine kleine Auffrischung nochmal. Könnt ihr mal gucken, ob ich vielleicht sogar was bauen kann. Ja. Mocne, szykuje się do akcji. Sehr schön. Die Frage, ob der Typ jetzt hier hinterherkommt. Auf jeden Fall haben wir schon mal hier alles platt gemacht. Das ist schon mal gut. So. Potrzeba worków z piaskiem? Wahrscheinlich die Typen. Igraszka. Jakieś rozkazy? Uzupełniamy szeregi. Oder eine Fachhänge. Zalatajmy, co możesz zrobić na polani? Możemy ruszać. Masz dla mnie zadanie? Elitarna jednostka pancerna czeka na rozkaz. Gotów do drogi. Słucham. Już dobrze. Idziemy. Oh, już lepiej. So, gleich geht's aber le. Und meine geilen Artillerie, das freut mich schon. Den reparieren wir jetzt ja auch noch. Und dann setzen wir die Typen da einfach mit ein. Ich
Geil, das ist so geil. Naprawy ukończone. Jaki mamy plan? Oh, guck mal, jetzt ist er rausgekommen, der Typ. Zaraz będziemy. Wir können nochmal kurz da zurückgehen. Und dann können wir vielleicht mal aufbrechen. Vielleicht lag es echt da dran. Es sind tylko dwa rodzaje żołnierzy. Jedni mają dobry refleks, a inni dobry brzuch. Können wir noch nie aufbrechen, die Typen. Na spacerek. A, doch jetzt. Zaperzy, tak. Przegrupować się. Passt. Moździerz, właśnie tego nam trzeba. Und dann geht's ab gleich. Mal sehen, was das olle Sichelteil da drauf hat, dieses Riesending. Prognoza? Grad pocisków. So, auf geht's. Zaraz będę. Letzter Sturm. Już idę. Also, denke ich mal. Zadanie główne wykonane. Bei die Brücke ist er schon. Spokojnie! Kommen die denn jetzt her? Mach ich nach Hause! Komm vorher, Tio, Mensch. Oder doch wieder nix. Nochmal den Zug, den muss ich euch nochmal wegfahren. Das ist mir sonst ein bisschen zu risky. Der muss ganz hinten stehen. Machen wir auch einfach mal so, dass er relativ lange braucht, weil schießen darf er natürlich trotzdem. Habe ich ja nichts dagegen. Czego potrzeba? So. Dobra. Przeciwnicy! Dużo ich! Dann sind ja eigentlich wieder feindliche Einheiten. Habt ihr hier alles platt gemacht oder was? Już idę. Uwaga! Ktoś tam jest! Liczy się każdy strzał! Ich muss mal gucken, dass ich die Typen hier gleich einbunkere. Oder so? Nö. Oder? Zajęta jestem! Chodźmy! No, der Zug ist da. Ah, cool. Da muss ich gleich nochmal das Ding umstellen. Aber jetzt machen wir noch irgendwie alle Typen platt. Da haben wir nämlich auch erledigt. Was ist hier noch? Zaraz będę. Gibt's ja auch noch was. Schauen wir mal. Już idę. Okay. Da hätte man auch so hinten umgehen können. Naja, aber hätte mir jetzt wahrscheinlich auch nicht weh gebracht. Okay, also hier ist nichts mehr, dann stell das Ding um da, die olle Weiche. Chodźmy. Und dann war's das. Słucham. Dam sobie radę. Dann sollten wir es eigentlich geschafft haben.
Sehr nice, oder was? Przytulnie. Zaraz będę. A in. Jasne. Dziękujemy za wybranie polańskich kolei państwowych. Załadowany i zatankowany. Die Anna soll doch nur das Ding da umstellen. Jawohl. So, das war's. Zadanie główne wykonane. Sehr schön. Udało się. Dobra, zaczynamy. Zawieźmy ten pociąg pełen nadziei mieszkańcom Kolna. Niech żyje polański ruch oporu. Ura. Geil. Hey, znacie Heinricha Steinmetza? Przepraszam, to saksoński naukowiec, wynalazca albo ktoś taki. Szukam Heinricha Steinmetza. Jest tu może? No, ale packen sie da aus. Co wy robicie? Uczcie ich podstaw. Strzelania, ładowania. Co robić, gdy się zatnie? W końcu może się przydać, nie? Anton! Tak! W następnym wagonie jest dla was broń. Żwawo tam! Już się robi! Co się do diabła dzieje? Nie teraz, Aniu. Mówiłeś, że w pociągu jest jedzenie. Mówiłem zaopatrzenie, a co ważniejsze, nadzieja. Przestań! I tak nie zrozumiesz. Przestańcie wszyscy! Nie będziemy zbroić cywilów! Dokładnie to będziemy robić. Zaraz mogą się tu zjawić rozwiedcy żołdacy. Do roboty! Mieliśmy zapewniać żywność głodnym. Jak to mówią? Daj komuś rybę, a nakarmisz go raz. A my uczymy Polan, jak mają odebrać całe gospodarstwo rybackie. Przecież ci biedni ludzie nie mają żadnych szans w starciu z rozwietami. O to chodzi. Nie mają. Nie rozumiesz? Z tygodnia na tydzień ludzie coraz bardziej się przyzwyczajają do tych drani. Naszą ojczyznę, nasz kraj, stracimy je na zawsze. Chyba, że stanie się coś strasznego. Jak pogrom Kolna. Polańskie miasto, które odmówiło poddania się. W którym patrioci chwycili za broń, walcząc do samego końca. Jak rozwieci wyrżną w pień całe miasto, nie będzie rozejmu. Ale właśnie wtedy wybuchnie powstanie. Pospolite ruszenie pogoni stąd rozwietów tak, że aż się będzie za nimi kurzyło. Mieliśmy ratować tych ludzi. Rusz głową, dziewczyno. Pamiętaj, że rozwieci zabili Janka. Mamy szansę ich roznieść w proch. Ja na to nie pozwolę. Nie dam ci dalej mieszać im w głowach. Ludzie cię słuchają. Jesteś ich bohaterką. Ale lepszy od bohatera jest męczennik. O! Sie haben wohl alles im Griff.
Kim jesteś. Steinmetz mein Name. Heinrich, ich hörte, Sie suchen nach mir. Może lepiej odłóżmy tę rozmowę na później. Nein, dank, Fräulein. Interessant. Ich meine, ich kann auch seine Ansichten verstehen, aber auch ihre. Wobei er natürlich die radikaleren Ansichten dann wieder hat. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Den Steinmetz hat sie jetzt doch gefunden. Schauen wir mal. Spóźniliśmy się. Mein Gott, das wird ein Blutbad. Musimy ratować cywilów. Może uda nam się gdzieś przedrzeć przez szeregi rozwietów. Nein, aber es muss auch nicht sein. Schnell, bringen Sie möglichst viele Zivilisten zu meiner Werkstatt. Co ty chcesz zrobić? Die Leute aus Kolno retten. Bringen Sie sie her. Pomożemy wam. Nie patrz tak na mnie. Lechowi chyba rozum odjęło. Śmierć niewinnych ludzi nic nam nie da, prawda? Dziękuję. Uratujmy tylu ludzi, ilu zdołamy. Okay. Coole Sache. Dann speichern wir hier mal wieder ab. Mega gut, Alter. Also das könnte dann auch eine interessante Mission werden. Ist wahrscheinlich eher wieder so ein bisschen ohne Basen vielleicht. Bin ich mal gespannt, oder ob man dann halt doch gegeneinander kämpfen wird. Das ist natürlich eine gute Frage. Schauen wir mal hier nochmal, was jetzt hier... Also kein Berg zu hoch, das haben wir klar gemacht. Und jetzt wäre das die nächste Mission. Es kann nur aufwärts gehen. Kolno im Chaos. Hier haben wir so ein bisschen was erreicht anscheinend. Zumindest Silber. Ein paar Münzen wieder klar gemacht hier. Oh, bei Prüfung haben wir auch irgendwas. Erhalte insgesamt 25.000 Eisen. Ja gut, das kriegt man ja eigentlich schnell zusammen, ne? Okay, so, und Sammlung haben wir auch irgendwas freigeschaltet. Ah, neue Porträts auf jeden Fall. Ah, hier von der Anna. Auch nett. Hat sie sich verdient, würde ich sagen. Titel, liebstes Kind, Polanias Stolz. Sehr cool. Season, können wir auch noch ein paar Freischaltungen machen hier. Ja, war cool. Die Mission hat mir sehr getaugt, den Zug da zum Dorf zu bringen. Ja gut, hat halt jeder so seine Absichten da gehabt. Deswegen bin ich gespannt, ob es da denn eher auf so einen Endfight hinausläuft. Also erstmal klar, jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal die Leute retten, die Zivilisten. Aber ich denke mal, da müssen wir wahrscheinlich gegen unseren ehemaligen Mitstreiter dann wahrscheinlich auch noch kämpfen. Und ich denke trotzdem auch gegen die Russen dann auch noch mal. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann sehen wir uns am Dienstag wieder.
mit der nächsten Mission. Jetzt am Wochenende wird ein bisschen schwierig. Der Luke, der hat sich mal gewünscht, dass ich mal den Mehrspieler anteste. Vielleicht komme ich am Sonntag dazu, kann ich jetzt aber nicht versprechen, weil jetzt am Wochenende liegt sehr viel an. Zwei Geburtstage. Da wird es ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, ja, falls ihr die anderen Folgen noch nicht gesehen habt, die Playlist ist hier auch in der Beschreibung verlinkt. Und ja, ich wünsche euch schon mal ein weiteres schönes Wochenende und wir hören uns mit Iron Harvest spätestens am Dienstag wieder. Natürlich kann es auch sein, wie gesagt, dass ich nochmal eine Mehrspieler-Aktion hier starte am Wochenende, dass es dann eher was Spontanes oder halt spontan mal einen Mass Effect Stream, Mass Effect 3, je nachdem. Und die Ina wird ja wahrscheinlich dann auch wieder was streamen. Ob das jetzt Kena wird oder Hollow Knight oder Two Point Hospital, kann ich leider nicht sagen, aber das wird sie dann schon ankündigen, wenn es soweit ist. Also, dann haut rein, lasst uns ein Abo da, lasst uns ein Like da, würden wir uns mega freuen, wie immer. Und ja, nicht getrunken.